Kapitel 13. Nichts bleibt. Bitte, Hugo. Das ist nicht viel. Sag doch was. Katja, was ist los? Du Stupzi. Sieh mich an, bitte. Mit der Spekulatius? Ich brauche dich. Wie viele Kapitel hat es? Ich glaube 17. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Guck doch mal online, Coco. Ich weiß selber gerade nicht. Aber so viel ist nicht mehr. Und wohin? Zum Hafen. Den Hauptteil haben wir. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Doch. Es gibt keinen Frieden für uns. Doch. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Wir machen uns schon unseren kleinen Frieden. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja. Ich trage euch, wenn es sein muss. Aber ich bringe euch hier raus. Jetzt holt tief Luft und steh auf. Gut gemacht. Komm mit, Hugo. Gut. Ich werde euch hier rausbringen. Und wie viel sind's? 17, 18? Kannst du ruhig sagen. Ich hatte eh schon nachgeguckt, weil ich die Überschriften brauchten für die, für YouTube. 17, ne? Okay. Ja, damit sind unsere... Also wir tragen jetzt Kurzhaarfrisur. Dann auch... Oh, meine Schulter. Scheiße. Ist es der Arm? Die Schulter. Ich werde sie einrenken. Okay. Cool. Tu es. Mach. Nicht bewegen. Mhm. Das wird wehtun. Das glaube ich auch. Die wachsen ja wieder. Der Hugo ist aber echt gezeichnet, ey. Boah, wie bitter. Das müsst ihr euch mal vorstellen, weißt du? Da bist du so ein Junge, 5, 6 Jahre alt. Hat ja mit 4 schon angefangen. Erlebst solche Sachen, die mit deiner Familie passieren. Und mit dir selber, weil das weißt du ja auch nicht. Du weißt ja gar nicht selber erstmal, was mit dir passiert. Und überall, wo du hinkommst, ist nur... Terror und Tod und Ratten und du weißt gar nicht, was abgeht. Und der muss ja völlig... Der muss ja völlig durch sein, dass der überhaupt noch 3 Schritte gehen kann. Guck mal, der nimmt die auch nicht mehr an der Hand, falls euch das aufgefallen ist. Die gehen nicht mehr Hand in Hand, gar nichts. Der ist einfach nur noch durch. Schon gern die große Truhe da. Moment. Hier vorne. Pass auf ihn auf. Ich beeile mich. Ja. Wäre doch gelacht, wenn wir die nicht bekommen. Da ist immer guter Loot drin in den großen. Oh Mann, der arme Kerl, ey. Der arme Hugo. Ich meine, er ist schon ja eh gestraft, weil er Hugo heißt, ja. Aber dann auch noch so. Na los. Alles wird helfen. Du brauchst es. Ach, das ist deine Zunge. Mach mal die Zunge rein.
Ich sitze auch nicht die ganze Zeit so hier. Na gut, dann mache ich das auch. Ich mache das so lange, wie du das auch machst. Du weißt, dass ich sie gleich anpfaffen muss, ne? Es muss hier irgendwo rausgehen. Warte, ich muss mal kurz die Katzenzunge anfassen. Bliep! Da oben! Eine Öffnung! Da kommen wir raus! Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich seh nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch, ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. Na gut, aber geh nicht zu weit. Dann würde also, ich das Hugo, bei dir machen. Das wäre lustig. Ich glaube, du hörst mich. Tut mir leid. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Nein! Laut. Versperrt. Aber das Zeichen, ich kann es der von Makula hier nicht bewegen. Sieht größer aus. Ja, aber hier so kann man doch rein. Hallo. Ey, ich kann doch sonst bei solchen kleinen Dingen einfach Y drücken, dann kriege ich die da durch. Wieso geht das denn jetzt auf einmal ansehen? Nicht mehr? Was ist Katze? Normale Pupillen. Eine Stange mit einem Seil. Kaum. Eine Stange mit einem Seil. Das ist ja toll. Eine Stange mit einem Seil. Geil. Bring mir nur von hier nichts. Eine Stange mit einem Seil. Katze, hast du mal ein Beil? Katze, was ist denn los? Was kann ich denn für dich tun? Wieso sitzt du die ganze Zeit hier so rum und guckst mich so komisch an? Was ist denn? Baby. Hey, wie kriege ich das denn hier weg? Das hat doch sogar Räder. Das kannst du ja wohl beiseite schieben. Hallo. Ach, komm. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Jetzt verarsch mich doch nicht. Können wir hier rein? Was ist denn los, Baby? Was ist los, Babykatze? Weiter. Aha. So. Tür ist open. Bist du mein kleiner Quatschkopf? Na los! Bisschen Quatschkopf, ne? So, nämlich. Halt durch! Du musst durchhalten! Aha, aha, aha. Du bist den, Baby! Machen Sie das, Dr. Hülsi Hülsbeck. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend, eine gute Nacht, schlaf gut. Und schön, dass du reingeschaut hast, mein Lieber. So, wo muss das denn hin? Ah, da. Gib Acht! Gib Acht! So machen wir das, Hülsi. Danke dir. Klettern. Ja. Geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's total super. Hörst du doch. Mir geht's richtig gut, hör mal. Ja, mir geht's noch nie so geil. So ein Chaos. Ich kann nicht. Was, ich kann nicht? Jetzt, was machst du denn? Hallo? Oh, bitte. Was ist denn jetzt los? Bitte, wie soll ich das schaffen? Ich bin doch bei dir. Hallo, hier, ich steuere dich doch. Ich mach das schon. Hallo, bitte. Komm, hallo. Ich kann nicht. Doch. Du bist doch nicht die Nova. Oh Gott. Die hat ja niemand Shelter gebaut. Steh auf. Oh Mann. Steh auf und geh weiter. Ist schon auch echt krass. Das darf man ja halt auch nicht vergessen. Das ist ein junges Mädel, die ist einfach mitten in der Pubertät ja auch noch. Ist noch selber super jung.
ist gerade komplett für diesen ganzen Kram, ist die ganze Zeit, erlebt diesen Scheiß mit ihrem Bruder, beschützt ihn, ist noch für die Familie da, macht, kümmert sich selber um den eigenen Scheiß, was sich selber angeht, gar nicht und so. Die muss ja auch, die ist ja auch durch, ohne Ende. Das sind ja alles so Leute, die später mal. Wie geht's ihm? Sein Verstand ist ausgelöscht. Weg. Nicht nur vom Schock, wohl von der Makula. Dann kommt er nicht zurück. Nee. Noch nicht. Lass mal versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo. Mila. Was machst du denn da? Nee, nicht jetzt hier hinlegen. Nein, Mila. Das, ja, hast du dir gedacht, ne? Weißt du, so schön so nach dem Motto, oh, ich leg mal meinen Arm um dich. Oh, nee, Mila, nein. Nein, komm. Los, aufstehen. Nein, das ist meine... Ey! Los, aufstehen, das ist meine Tastatur. Los, nein. Nein. Los, ab darüber. Los, du Quatschkopf. Und dann patscht die mir eine. Ich glaube, es hat, ey. Junge. Also, so ja nicht, ne? So. Nicht mit mir. So, und jetzt? Was habt ihr euch jetzt hier gedacht? Ja, fester. Der Hugo kann ruhig mal mithelfen. Vielleicht. Er steckt fest. Das ist zu hoch. Aber es gibt keinen anderen Weg. Was kommt jetzt? Amicia. Ja? Schieben wir. Hä? Da ist was dahinter. Ja klar, schieben. Was habt ihr denn gemacht? Habt ihr da so ein... Mila! Was ist das mit dir? Entschuldigung. Die letzten Tage irgendwie. Die ist auch extrem hässlich und... so weiter. Was ist das denn? What the fuck? Alter, was angelöscht? Ist das? Waren diese Dinger nicht auch in des Trägers Grab? Er wird die Sonne töten. Okay. Was? Die Sonne! Der Sonnentöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. What? Ich bin zu Hause. Nein! Nein! Das ist nicht zu Hause! Hugo, sieh mich an! Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht, die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Alter, was ist das denn? Ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Hugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen, und töten ihn! Nein, genug! Wir verschwinden von diesem verdammten Ort. Lass uns ihn von hier wegbringen. Er ertrinkt. Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser. Rede mit ihm. Mir fällt gerade ein, die Sophia wartet ja auch noch auf uns beim Boot. Also hoffentlich ist die da noch. Wenn die jetzt auch hinüber ist, ist blöd. Das ist jetzt unsere Ersatzmama. Alter, was ist das? Junge, wie sollen wir hier jemals durchkommen? Willst du mich verarschen? Oh, ich nehme einfach die Fackel. Gut, Problem gelöst. Bleib nah dran. Alter, Junge. Der Nebel ist überall. Achte auf die Fackel. Ja.
Vorsicht! Was ist? Das habe ich gemeint. Bleib weg von den Dämpfen. Das brennt. Vorsicht! Da ist noch mehr. Ich sehe sie. Wir müssen irgendwie gucken, Vorsichtig. Dass die Dinger nicht platzen. Das ist... Alter, guckt euch mal die ganzen Leichen an. Oh nein! Es weiß, dass wir hier sind. Ja und? Na los! Ich glaube, Junge. Das ist er. Was? Ich habe gespürt, wie er gezuckt hat vor der Explosion. Ich sag's doch. Sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch. Also irgendwie auch nicht so mein Place to be, ne? Nicht erste Wahl beim Urlaubsbuchen, muss ich sagen. Also nicht für mich jetzt. Aber muss jeder selber wissen. Wir müssen vorsichtiger sein. Wie denn noch vorsichtiger? Lukas, da vorne ist was. Ich sehe es. Was zur Hölle? Der Dickdarm. Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Ja, ich bin hier. Mhm. Hey, ich warte. Worauf? Geh, Lukas, los. Ja. Komm, Hugo. Nein, ich warte. Worauf denn? Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Du hast es wütend gemacht. Sie kommen. Das ist Crank. Ja, okay. Bleib dicht an der Wand. Schnell, hier stürzt noch alles ab. Schnell! Aber guck mal, Hugo hilft uns trotzdem noch hoch. Sehr lieb. Da geht's runter. Ja, okay. Runter, schnell runter! Hugo, los, schnell her! Am Ende ist Sonnenlicht zu sehen! Los, nein, Alter! Pudding! Verdammt seid ihr! Wir verschwinden hier! Ihr bekommt ihn nicht! Weg! Schweineabfälle! Atmen! Atmen! Hugo? Hugo! Ach guck mal, der hat sich lecker Lagerfeuer gemacht. Der macht mit Marshmallow hier. Schön. Alter, Junge. Das ist alles irgendwie nicht gut, ne, was hier passiert. Siehst du? Der hat ja auch nie eine normale Kindergartenzeit. Da ist nix. Noch Licht. Und wo ist denn der Phönix? River Phönix. Was ist mit ihm jetzt? Hallo? Ja, wir haben dich. Schön. Ja, das ist unser Blut. Ja. Das bist du. Mhm. Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Ja, ab zu Sophia. Und wehe, die ist nicht da. Dann werde ich aber richtig sauer, ne? Dann werde ich richtig sickig. Das kann ich euch auch mal sagen. Junge.
Moment. Was ist? Das Dorf. Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Wieso? Was ist denn damit? Das Land ist weg. Das bin ich. Aha. Nein, ich war das. Nein, die Ratten. Ich war das. Hä? Nein, der Graf und die Gräfin. Gehen wir. Gehen wir einfach. Ist nicht mehr schön hier irgendwie. Herr im Himmel, das Beben hat die verdammten Eier freigelegt. Ja, sie sind noch da. Ja, klar. Immer in meinem Kopf. Öko? Lass ihn, Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. So nämlich. Mir. Klar? Ihr gehorcht mir. Genau, springt alle ins Wasser. Ey, das hast du voll gut gemacht, Hugo. Die haben dich gehört. Du bist richtig cool. Ich sehe zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Alter, du bist ein geiler Boy, Junge. Geiler Hugo. Super. Kindergartenkind des Monats. Jetzt schön so lassen alles, ne? Immer schön wegschicken, die Ratten. Schön wegmachen alles hier. Da vorne ist nochmal so eine Eiterblase. Da müsstest du dich bitte nochmal drum kümmern, ne? So, was ist denn hier? Gibt's hier noch... Hast du das gespürt? Was? Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Ja, die... Soldaten! Verschmettert. Erstmal hier. Was für Soldaten? Hier, hier ist eine Kiste. Erstmal hier schön die Kiste. Oh, wie tief geht es da runter? Hört ich kann keine Felsen. Schänderin. Du hast einen neuen Titel, Amicia. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine Lügen. Sie sind hinter uns her, also aufpassen. Ja. Ist ja blöd, ne? Kannst du dich mal bitte umdrehen? Danke. So, wir gehen ganz gemütlich hier lang. Einer weniger. Keine Ahnung, wer das war. Hier ist niemand. Was ist hier los? Hey! Der ist müde. Wir werden angegriffen. Findet Nein. die Eindringlinge. Der ist einfach nur müde. Er will schlafen. Ich meine, ist ja auch eine harte Zeit. Ruht euch doch alle mal ein bisschen aus, Jungs. Ihr müsst euch auch mal gönnen. Ups. Sie wollen dich immer noch tot sehen. Ja. Selbst bei all dem Chaos. Ja, ja, es Sie ist töten lieber nicht schön. Als ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Typisch. Schön ist das nicht, ne? Los, hoch da. Ganz schön windig auch geworden. Doch mal schön da weg. Das machst du ganz hervor. Geht es dir noch gut? Nö. Ich weiß es nicht. Na schön. Versuch ruhig zu bleiben. Nicht umdrehen. Ich will die Kiste haben. Danke. Tschüss. Aber jetzt erzähl mir nicht, man kann da nicht lang. Wieso kann man denn da nicht lang? Das ist doch scheiße. Was soll das denn? Hä?
Kann ich denn nicht da außen rum? Nur weil da eine glitschige, nasse Klippe ist? Mein Gott. Das ist aber nicht das Problem. Okay, warte mal. Wo geht denn der jetzt hin? Der muss hier erstmal weg. Wir kommen hier weg. Wir finden Sophia. Wir segeln davon und fangen ein neues Leben an. Genau. In Neuseeland. Nee, du musst da weg, Junge. Verstehst du das? Nee. Hallo? Was wollt ihr denn jetzt hier? Geht mal hinfort. Ja. Genau. Und jetzt bitte keiner von euch umdrehen, ja? Was? Ihr Schafsköpfe, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Nee, weißt du nicht. Geh weg. Hier drüben, haltet sie auf. Sie haben uns. Nein. Ich warte noch ein bisschen. Warte. Komm, die sehen uns nicht. Komm schon. Komm, beruhigt euch. Schwärmt aus! Sucht alles ab! Ja, genau. Schön. Die kriegen wir, keine Sorge. So ist er gut. Wird sich erholen. Er kennt den Tod. Man muss einfach nur besonnen bleiben. Und hat sich den Ruhm in Hunderten von Kämpfen. Das Tor da oben. Ich glaube, das ist der Dorfeingang. Seht ihr das? So. Man muss einfach nur besonnen bleiben. Huh! Was für ein Tor meint er das da? Wie soll man denn da hinkommen? Oh, zu hoch. Ja. Wir brauchen etwas, um ranzukommen. Ist richtig. Hier, wie wär's mit diesem Karren? Das ist bestimmt ganz unauffällig, wenn wir den benutzen. Damit vielleicht. Das kriegen die nie mit. Das merken die nie. Alles gut, das. Oh. Gut. Gehen wir schnell. Was gehen wir schnell? Bist du blöd? Was für gehen wir? Also, hier ist ja auch noch erstmal eine Truhe. Ist der jetzt da? Euch ruhig. Ich krieg euch schon. Nein, nein, geh weg. Ja, so ist fein. Du bist eine Feine. Geh schön weg. Los, so ist fein. Oh. Hey, komm mit hoch. Schon dabei. Oh. So ist fein. Ach, guck mal, hier gibt es noch lecker, hier schön Blumen. Toll. Ja, Mann, ey, Junge. Da drüben ist ein Boot. Ja. Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Nee! Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Den Riesen? Ja, ich auch. Was für ein Riesen? Er ist nicht tot. Er braucht uns. Uns fehlt die Zeit. Wir müssen hin. Wirklich. Nach dem, was er getan hat. Ach, hier der Dingens. Wie heißt denn der nochmal? Wir holen Anno und dann verschwinden wir. Wie heißt der denn nochmal? Der Soldat. Hallo Jakob 306X. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Der heißt Hugo, nicht Hugo. Der heißt Hugo. Du kennst dich wohl gar nicht aus. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Du musst nur mal zuhören. Der heißt Hugo. Und Alicia. Das weiß man doch. Oh, da war der schiefe Turm von Pisa. Der ist jetzt kaputt. Sagt der einfach, der heißt Hugo, ey. Voll gelogen. Nee, jetzt lass mal hier nicht so einen Stress machen. Gehen wir denn am besten lang hier?
Bösartig. Ach, erstmal hier locker Truhe, ne? Ein bisschen Looten noch zwischendurch, neben dem alten, neben dem Stress. Man muss ja auch ein bisschen noch Hobbys haben. So, nehmen wir uns mal hier ein Pöttchen. So, pass auf, dann machen wir... Guck mal, wenn der doch eh gerade bei den Ratten ist, dann können wir doch theoretisch... Warte mal, scheiße, welches war das? War das das hier? Das müsste das sein, oder? Ja, ist jetzt blöd gelaufen, ne? Tut mir auch ein bisschen leid. Also, ja gut, bedingt. Was wollt ihr denn? Ja, hier ist Licht. Sag mal, Hugo, was ist eigentlich mit dir? Du kannst sie doch kontrollieren. Kannst du da nicht mal hier so ein bisschen nochmal sagen, gehet weg? Ziehet von dannen? Das wäre eigentlich ganz praktisch. Du kommst da doch eh nicht durch. Da sind überall Ratten, Junge. Ihr kommt da nicht... Oh, scheiße, da unten drunter ist einer. Den habe ich nicht gesehen. Der ist das jetzt blöd. Ich glaube, der könnte das schaffen. Ja, der schafft es hier hoch. Wir gehen mal hier so lang. Ein bisschen verstecken vielleicht. Vielleicht hier so runter. Oh. Coco, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Habe ich ein Messer? Nein, ich habe kein Messer. Scheiße. Wir haben Gesellschaft. Nein, nein. Ich bin's nicht. Ich bin nur eine Amsel. Tschüss. Oh, jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's eng. Ich glaube, wir rennen mal eine Runde. Das könnte taktisch gut gewesen sein, dass die Eiterblase geplatzt ist. Ich hoffe, ich schlafe überhaupt. Wieso? Bist du aufgeregt? Warum denn? Was ist denn da los, Coco? Du hast mir gar nicht erzählt. Schreibst du mir eine WhatsApp oder magst du nicht erzählen? So, und jetzt hier schön in den Busch. Bitte bleib weg, ja? Sie sind im hohen Gras. Nein, nein. Nein, das bin ich nicht. Wir sind nur Häschen. Doch, haben wir drüber. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich finde euch noch. Ah, okay, verstehe. Ja, dann berichte mir doch morgen mal, wie es gelaufen ist. Kokolein. Ich drück ganz fest die Daumen. Was? Nee! Sie sind hier. Nein, nein! Ganz sicher. Nein! Er kommt her. Das sind wir nicht. Nein! Hock da hinten, ich geh schon. Wir sind das nicht. Glaub mir, wir sind es nicht. Wir sind gar nicht hier. Wir sind kleine Häschen nur. Sie können nicht weit sein. Nee. Sucht überall. Ja, weg, ne? Einfach abgehauen, Mensch. Hör mal. Einfach verschwunden. Verpufft. Wie Schall und Rauch. Jetzt ist die Frage, müssen wir überhaupt hier lang oder kommen wir auch da oben weiter? Oh, ich gebe mein Bestes. Ich glaube aber eher, dass wir unten lang müssen. Ja, ja, müssen wir auch. Hier ist nichts. So. Jetzt müssen wir nur mal... Ich vermute fast, wir müssen da vorne durch das Tor. Oh, hier ist aber ganz schön voll mit Leuten. Ja, nicht so schön, ne? Nicht gedacht, dass die Ratten mal so mächtig werden. Ja, ja, hoffentlich gedacht. Bleiben die hier, wenn wir weg sind. Das hängt ganz von Hugo ab. Das wäre aber schon toll, ne? Okay, ich glaube, die Kiste knicke ich mir mal. Leute, ey. Ach, scheiße. Und hier kann ich auch nicht die Fähigkeit benutzen mit nach hier scannen. Rattenscan. Fähigkeit. Nein, nein. Niemand da. Moment mal. Hm?
So, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Ne, weißt du gar nicht. Du lügst. Hau ab! Das ist unser Gras. Geh weg! Jetzt kommen sie! Nein! Scheiße, ich hab kein Messer. Ja, wo lang? Sie sehen uns! Scheiße, ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt richtig kacke, Leute. Du weißt, dass du nee, geh mal weg eben. Warte mal. Nein! 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 Oh! Vielleicht mal helfen? Wieso muss die Alicia das immer alleine machen? Jetzt doch mal den Morgenstern hier, den Feuerbolzen weghalten können, ey. Toll, jetzt guckt ihr in unsere Richtung. Danke. Geh weg! Der Schlechter von Paris. Geh weg. Hau ab. Okay, aber wir wissen, wo wir hin müssen. Da vorne. Hau ab! So, wehe, der Typ guckt jetzt dahin. Dann was? Ich hab sie. Nee, warte mal! Los, komm schon, schneller! Scheiße! Scheiße! Junge! Das ist nichts für mein schwaches Herz. Hat gehalten. Er hat gehalten. Wo ist Anno? Weg. Er macht Urlaub auf Malediven. Da hat die Sequenz uns ein bisschen den Arsch gerettet. Wir müssen schneller laufen. Die werden ihn töten. Wir tun, was wir können. Wenn die ihn umbringen, töte ich sie alle. Das musst du nicht. Wenn die ihn umbringen, ist er tot. Und Sophia auch. So, wo müssen wir hin? Hier durch das vollgeschissene Fenster. Wie soll man sich denn hier in diesen ganzen Ruinen und so auch noch orientieren? Wie soll das denn gehen? Ich glaube, wir haben eh nicht genug Ressourcen, um irgendwas sehen, aufwerten zu können. Lässt. Nee. Ich glaube, auch diese Truhe wird daran nichts ändern. Dann gehen wir wieder raus. Schön aus dem Fenster hüpfen. So. Danke sehr. Bitte sehr. Bitte gern. Wo geht's denn jetzt hier lang? Hallo? Aber jetzt doch nicht hier, oder? Nee. Hallo? Hallo? Hä? Dann müssen wir doch da rein und dann da vorne lang. So hier, so, da, ach, da oben. Und hepp. Und hepp, kleiner Mann. So. Wir müssen springen. Gut, gut. Gut, dass es uns noch mal gesagt hat, ne? Das hätten wir sonst nicht herausgefunden. Ja, aber wo ist denn jetzt hier der Jean-Luc? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Wie kommen die jetzt überhaupt auf den? Auf einmal ist er wieder gut genug. Nur weil der Graf von Monte Cristo hier so ein Penner ist. Ich bin hier. Dann bleib. Bitte. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Ja. Der Mann, den man den Fall nennt? Ja, ist ja. Richtig, das ist der. Wir müssen ihn retten. Arno. Auch wenn er es nicht verdient. Ihr habt eine nette Truppe zusammengestellt. Wie sollen wir denn, was? Wohin? Ach, da hoch. Ach so. Ich dachte, wir müssen das Ding hier runtersausen lassen. Wie so eine Kegelbahn. Hoch. Komm, hoch mit dir. Aha. Lecker, nur so ein Snack. Ah, wie schön bist du?
Ach, da Geister ist ja der Galgen. Ist das der Fall? Ha, sieht eher aus wie ein Haufen Scheiße. Ja, deine Mutter. Mit dem Henker. Scheiße, ja. Der Bastard hat meine Kameraden getötet. Gehen wir näher ran. Ziemlich. Viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihnen. Jetzt, Amicia, tu was. Ja, mach was? Ich. Womit? Stopp! Ja. Ich muss mich von ihm in den Rest geben. Sei still! Wir bringen dich hier weg! Ha! Was? Da, die Schinderin! Sie hat den Sohn! Was? Sie hat den Sohn? Was für ein Sohn? Das ist mein Bruder, der ist nicht mein Sohn. Vertrau ihr, Hugo! Das ist nicht nur für uns! Der Sohn gehört der Welt! Er ist unsere Zukunft! Oh, ich muss nachladen! Oh, scheiße, ich hab keine Bolzen mehr. Oh shit, das war. Das Timing war kacke! Ab in die Baracke! Nee, jetzt warte mal! Hallo, können wir nicht drüber reden? So, pass auf. Also, du bleibst da. Du. So. Womit? Nein! Ah! Wo kam der denn her? Oh, Y! Nein, ich kann nicht Y drücken. Toll. Wow! So eine Kacke! Da wird dir das nur angezeigt und dann drückst du drauf, aber du hast ja gar kein Messer. Warum wird denn das dann überhaupt angezeigt? Das war doch sonst nicht. Ja gut, blöd, ne? Gehen wir näher ran. Ziemlich. Müssen wir mal gucken. Los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihnen. Ja. Jetzt, Amicia, tu was. Mach ja, ich. Moment. Ich kann's nicht. Wollt ihr mir den Rest geben? Sei still! Wir bringen dich hier weg! Ha! Was? Da, die Schinderin! Sie hat den Sohn! Ja, 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 genau, pass auf. So, jetzt machen wir so. Nein. So, bleib und. Vertrau ihr, Hugo! Bumm! Ey, dem passiert einfach nichts, oder was? Hä? Wieso passiert denn nichts? Sei still! Was hat der bitte, ist das ein Panzer, ein menschlicher oder was? Wir gehen nach Hause. Komm schon! Töte die Drecksäcke! Da kommen noch mehr! Der hat auch hinten keine Schwachstelle. Was ist denn mit dem? Sie ist gestorben, weil sie die Wahrheit nicht hinnehmen wollte. Genau wie ihr. Oh je, das ist schwierig. Ja. Wartet mal. Wir gehen mal hier so hin, ja? Das hat keinen bestimmten Grund. Ja, stopp! Hä? Jetzt bin ich ein bisschen, durch den Wind. Ach, wieso denn? Ich muss ja irgendwie platt machen können. Jetzt schieß doch! Hallo! Kind! Scheiße, ich habe keine Bolzen mehr. Das ist eher das Problem. Ist ja doof. Gut, dass hier unendlich viele Bolzen rumliegen. Da habe ich auch nochmal Glück gehabt. Was ist denn hier? Komm, wir rennen einfach weg. Ah, geht wohl nicht. Dann haben wir jetzt ein Problem. Warte mal eben. Lass mich mal eben durch. Ja, genau. Ich schieße ihm voll ins Gesicht. Es ist ihm egal. Es ist ihm egal. Ja, schieß mir doch ins Gesicht. Na und? Ich bin der Gesichtslose. Ist mir doch egal. Hallo, Tronny. Gehen wir näher ran. Ziemlich viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihm. Jetzt, Amicia. Was für eine Frechheit. Wir bringen dich hier weg! Ha! Was? Da,
Achso, jetzt kommt hier der Boy noch, stimmt. Ja, ja, gleich. Nein! Bleib bei mir! Vertrau ihr, Hugo! So, das Problem ist, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich den jetzt hier zur Strecke bringen soll, um ehrlich zu sein. Wie soll ich den denn killen? Ja, mach. Aber der macht auch, ne? Nicht nur sagen. Auch machen. Ja, warte mal. Stopp. Der gehört dir. Ja, der gehört mir. Ja, wie auch immer. Nein! Oh, Junge! Lass mich mal! Stopp! Nee! Ja! Moment! Vielleicht so? Ach komm! Das ist doch... Ach, das ist doch... Ja, wie jetzt du? Der hört ja nicht drauf! Das ist ihm ja egal! Der kann meine Pfeile schneller abwehren, als Fury springen kann! Seid ja lustig drauf. Oh, warte mal, ich muss mal hier bolzen. Nein, was machst du denn? Bist du total bescheuert? Was springst du denn darüber? Die ist doch nicht ganz frisch in der Birne. Da hüpft die da einfach rüber. Ist die doof? Warum macht die das? So, wo ist denn jetzt hier der Boy da vorne? Ich muss das noch mal so ein bisschen checken hier erst. So, da ist noch ein Bolzen. Der klingt schon mal gut. Ja, sehe ich. Ja, ja, du machst doch gar nichts. Da bringt doch überhaupt nichts, was du da machst. Jetzt du, Amicia! Ein Scheiß! Vorsicht! Er ist geblendet! Was für geblendet? Das stimmt doch gar nicht! Ach komm schon! Warum hab ich kein Messer, ey? Ich bräuchte jetzt einfach nur ein Messer, dann könnte ich den einen schon mal erstechen wenigstens. Der geht mir richtig auf die Eier, ne? So, hier. Jetzt aber mal hier so ein Bums. Ja. Ist dem einfach scheißegal? Juckt ihn ja gar nicht. Hey. So. Nee, ich will den jetzt hier runterholen. Halt durch, Amicia. Du schaffst es. Ja. Sie kriegen Verstärkung. Ach was. Ja, ich hab keine Bolzen. Scheiße, der schießt ja. Das ist ja doof. Warte mal eben. Amicia, nein. Wir müssen jetzt den Abschnitt ganz von vorne machen und nicht hier ab dem letzten. Ja, okay. Ja gut, ist jetzt trotzdem blöd ohne Bolzen, ne? Ja, der bringt nichts viel. Wir brauchen Bolzen. Was willst du denn mit der Steinschleuder, Kind? Ist ja süß, ne? Lieb gemeint, aber... Bringt ja nichts. Nein, wieso hüpft die denn da drüber? Das bin ich nicht. Ich habe A gedrückt aus Versehen, anstatt... Entschuldigung. So, hier, du musst schnell wechseln. Mal auf eine andere Waffe. Nein, so. So, stopp. So... So, da, hier ist noch so ein Bumspass. Stopp, hier. Und bumsen. Wieso hast du denn jetzt keine Bolzen mehr, Kind? Ey.
kriegen wir denn jetzt hier noch Bolzen her? Hallo? Hallo? Da! Bolzen Nummer 1! Wir brauchen mehrere! Stopp! Geht weg! Unholde! Da noch ein Bolzen, da! Schneller! Da ist noch ein Bolzen! Schneller! Geschwind wie der Wind! So! Und jetzt, ja, blöd. Moment. Nicht auf mich schießen, bitte! Mach das doch nicht. Nee, lass das doch mal. Mann, das ist doch eine Kacke! Ja. Da kommen noch mehr. Holt euch den Sohn um jeden Preis. Warte mal. Ja. Sie kriegen Verstärkung. Echt? Gut, dass du mir das gesagt hast. Ich hätte das nämlich von selber jetzt gar nicht gemerkt. Da haben wir ja Glück gehabt. Warte mal, können wir uns nicht irgendwie einigen? Vielleicht, dass wenn ihr einfach... Ich habe noch McDonald's-Gutscheine. Wenn ihr einfach so ein Coupon haben wollt, kann ich euch geben. Ja, ja, und rennen. Ach, da kommen ja noch mehr. Hör mal, wie soll ich die denn alle schaffen? Das ist doch abnormal. Wie viele kommen denn da? Ist ja wie Call of Duty. Wo kommen die denn alle her? Ein Bolzen. Wow. Danke für nix. So, du kriegst jetzt erstmal hier aufs Maul. Halte sie für mich. Ja, kommen noch mehr, oder? Ja, klar, warum nicht? Einfach noch mehr, gerne. Woher weißt du jetzt, dass ich hier bin? Aua, was wird der denn da? Hör mal, der wirft hier einfach so Brandbomben. Ich glaube, es hackt, wa? Du tickst ja auch nicht sauber irgendwie, Junge. Können wir das jetzt mal hier langsam beenden, bitte? Ihr geht mir ein bisschen auf die Eier. Jetzt mach hier, Flöppelboy. Hallo, kannst du die mal abschmeißen? Macht er nicht mehr. Das ist dem egal, wir sterben. Ist dem doch egal. Ja, jetzt habe ich kein Holz mehr. Schade. Naja, wäre tot gewesen. Blöd. Mann! Dauert ein Stündchen, dann haben wir's. Ja, genau! Der weiß genau. Der kann sich einfach von hinten einfach so umdrehen. Egal. Bolzen im Rücken? Nee, mir doch. Ich doch nicht. Hab ich nicht. Sehe ich nicht. Ich sammle mal noch ein bisschen ein, ne? So, wenn du dann jetzt nochmal eventuell... Kein Bock auf die irgendwie zu werfen, ne? Nee. Kein Problem. Warum auch? Brauchst du nicht.
Ob die jetzt werfen? Ne, ja, du, also ganz ehrlich, ne? So sind wir in 5 Tagen noch nicht durch bei deinem Tempo, Junge. Was machst du denn? Du musst doch werfen! Sag mal, ist der doof? Wofür bist du überhaupt mitgekommen? Du bist ja total nutzlos. Du machst ja gar nichts. Ups, scheiße, das war kein Feuer. Ja, das war's. Ey, ganz ehrlich, ne? Also letzter Versuch, dann was wirft er? Ja, weiß ich auch nicht ganz genau. Taubenscheiße oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, der hat gar nicht richtig Bock. Irgendwas, was die blendet. Aber er macht's halt echt scheiße. Er kann's halt nicht. Halt durch, Amicia. Du schaffst es. Er ist halt ein Vollidiot. Komm, jetzt kommt erst wieder noch der Armbrustboy auch. Ist nicht dein Ernst. Ach, komm schon, ey. Ja, also bei dem Tempo sind wir wirklich in 3 Jahren noch dran. Kannst du nicht deine eigenen Leute da mal abschießen? Das wäre wenigstens mal was Sinnvolles. Oh, den hat er sogar getroffen. Ich bin beeindruckt. Ah! Na los! Mach die Handlanger fertig! Ja! Was macht ihr denn gerade? Gute Frage! Alter. Junge. Ja, können wir jetzt die 2 großen Boys da noch irgendwie hinkriegen, bitte? Zieh doch den Pfeil da raus! Kind! Tut mir so leid, dass es so lange dauert, Leute. Aber was soll ich machen? Die sind leider seltsam. Ja, und jetzt habe ich wieder keine Pfeile. Juhu, ich freue mich. Also Bolzen. Sag mal, ich hab dem voll in die Eier geschossen. Der humpelt nicht mal. Eier brauche ich nicht. Ich bin ja kein Huhn. Wofür brauche ich Eier? So, meinst du, das sind schon mehr? Ja, gut, dann bringt das natürlich nicht viel. Ne? Naja, scheiße. Das habe ich nicht bedacht. Das ist natürlich gut. Warum explodiert das nicht? Sag mal, wieso explodiert das denn nicht? Ach so, jetzt explodiert es. Wow. Toll. Jetzt habe ich aber keine Bolzen mehr. Das ist einfach nur ein schlechter Witz, was hier passiert. Ich laufe jetzt seit einer Stunde im Kreis. Mit einem Bolzen. Was soll ich mit einem Bolzen bei 2 so Boys?
Was soll ich damit? Was, also ganz ehrlich. Nein, jetzt hört mal auf! Annalein! Liebe Anna, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Oh Gott, ich bin gerade total mitten in so einem, hier, mitten im Bums-Lokal. Ich kann gerade mich nicht richtig konzentrieren, aber hier ist ein Shoutout. Anna! Katze, was für eine Katze? Ich bin hier im Bossfight! Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Anna, vielen lieben Dank für deinen Raid. Für die, die mich noch nicht kennen, das werden vermutlich alle sein, ich bin der liebe Tom und ich bin gerade ziemlich gestresst, denn diese zwei blöden Kacklappen hier wollen mir ans Bein pinkeln. Und der Boy, der mir hier hilft, der bringt mir gar nichts. Ja? So. Die Anna ist übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet, mein Weihnachtswunder. Das hat die liebe Ness gestern eingefädelt. Die Anna ist mein persönliches Weihnachtswunder. Vielen Dank auch nochmal dafür, Anna, dass du mein Weihnachtswunder bist. Das macht mich sehr. Ich hoffe, ihr hattet einen ganz hervorragenden Stream. Was habt ihr denn in Pokémon gemacht? Entschuldigt, es tut mir so leid, dass ich gerade so ein bisschen hier im Stress und abgelenkt bin. Aber die beiden gehen mir gerade echt mega auf den Sack, ey. Vielen Dank für dein Follow. Ich hoffe, ihr habt eine ganz fantastische Zeit hier, die auch nur annähernd so gut ist, wie sie bei der Anna auch nur sein kann. No, mich hat noch nie jemand als Weihnachtswunder bezeichnet. Ja, aber du bist ja auch ein kleines Weihnachtswunder. Du bist mein persönliches Weihnachtswunder. Das hat die Vanessa gesagt. Also ist es auch so. Und da du ja eine ganz sympathische junge Dame bist, kann man das ja mal so sagen. Ich brauche Bolzen, ne? Wir haben Pokémon. Was kam sie? Ach, ihr habt frisch angefangen. Ach so. Ich habe gedacht, weil die Vanessa ja auch schon mit mehr Pokémon gespielt hat, dass du eventuell auch schon eher angefangen hast. Aber dann freue ich mich umso mehr, dass der Nikolaus ein bisschen früher da war und dir die Reise in Karmesin beschert hat. Und was sagst du denn? Wie ist dein erster Eindruck? lassen wir mal dieses technische Blabla, du weißt, ne, die Kritiken, wie sie alle aktuell sind, zu dem Spiel. Lassen wir das mal außen vor. Wie gefällt es dir ganz persönlich, Weihnachtswunder an? Und kannst du bitte mal irgendwie, könnt ihr mal hier den beiden Boys sagen, die sollen mich in Ruhe lassen? Das wäre total toll. Ich latsche jetzt schon seit 5 Stunden von denen weg, weil die mich einfach nicht in Ruhe lassen. So, komm schon, jetzt aber hier. Hey, das kann doch nicht sein, wie viel frisst der denn? Komm, jetzt sei doch mal tot. Boys abzischen, Tom hat kein Interesse. Hausbuch, danke. Mit dir kann man arbeiten. Du bist ein guter Boy. Vielen Dank. Bin noch nicht so weit, aber bisher gefällt es mir so gut. Mag die offene Map und dass man die Pokémon so sieht und so. Ist nicht dein erstes Pokémon, oder? Hast du Arceus auch gespielt, Anna? Und wenn du mal irgendwie Hilfe brauchst oder tauschen möchtest oder mal online zusammenspielen willst, dann sag mir sehr gerne bitte Bescheid. Wir haben uns ja auch bei Insta. Ich bin auch der Sucht verfallen. Also sag gerne Bescheid. Kannst du jetzt mal hier so ein Ding auf die werfen? Der kann gar nichts. Der hilft mir null. Der hilft mir null. Nom nom nom. Was isst du denn? Was isst du denn? Ich habe mir Lebkuchen hier. Ich habe Spekulatius hier und Lebkuchen. Oh, die kommen. Ich habe gerade Lebkuchen gegessen. Voll gut. Nein, nicht mein erstes Punkt. Arceus habe ich nicht gespielt. Achso, okay. Weil du gerade so von der Open World geredet hast, als ob du das erste Mal gemacht hast, weil das ja schon bei Arceus auch war. Aber dann macht es ja Sinn. Oh, gerne. Ja, sehr gerne. Lass uns mal connecten über Insta. Und dann machen wir ein gemeinsames Weihnachtswunder. Das ist doch gut, oder? Können wir jetzt mal hier... Oh, boah, ich habe keinen Bock mehr, ne? Ich will das nicht mehr! So auf den Sack. Und der Typ, ne, der ihm die ganze Zeit hinterher rennt, der will hier die ganze Zeit bestäuben, der macht gar nichts. Aber guck mal, dem tun die nichts. Der kann da ganz gemütlich langlaufen. Dem tun die nichts. Das ist eine Frechheit.
bitte! Jetzt mach doch mal! Da, guck mal! Der bewirft die mit irgendeinem scheiß Babypuder, also mit so einem Windelpuder. Das ist egal. Oh, nee, ey. Weißt du was? Tötet mich einfach. Vor allen Dingen, ich überziehe auch schon gerade. Ich möchte bitte nicht mehr. Bitte. Ich habe denen doch schon so viele Bolzen gegeben. Hast du schon irgendeine Arena gemacht, Anna? Ronny, nicht lachen. Mach mal was hier. Bitte. Mach doch mal was. Das ist nicht schön. Max Explorer, vielen, vielen lieben Dank für dein Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hast eine ganz wunderbare Zeit hier. Das hoffe ich natürlich für euch alle. Ist natürlich schwer zu toppen, ne? Vom Weihnachtswunder Anna hierhin. Das wird nicht leicht. Aber vielleicht können wir euch mal gemeinsam ein paar schöne Stunden bescheren. So, ich bin gerade erst aus der Höhle raus. Okay. Also wirklich ganz frisch am Anfang. Oh, das ist so cool. Da wirst du noch so viel Tolles entdecken. Ich renne einfach weiter im Kreis. Kann ich in Ruhe mit euch quatschen. Ich wollte nur im Kreis laufen. Dem Dingens tun die ja nichts. Wir können uns einfach ganz normal unterhalten. Alles gut. Ja, aber das ist doch cool. Und was sagst du zu dem ganzen Motorrad-Dings-Gedönse hier, jetzt hier mit dem Reifen und so? Das ist ein bisschen gruselig, oder? Ich muss Anna auch privat ertragen. Ich genieße mal die Abwechslung. Na siehste, das ist doch schon mal wenigstens etwas. Oh Gott, habe ich da jetzt irgendwie reingegrätscht mit Weihnachtswunder? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht jetzt irgendwie hier beziehungstechnisch da irgendwelche, also nicht falsch verstehen, ne? Nicht, dass das hier irgendwie so, weißt du? Oh Gott, habe ich hier einfach den Freund übergangen. Sorry, das war keine Absicht. So sollte das nicht gemeint sein. Kannst du jetzt bitte die Voice betäuben? Guten Abend, Fürst der Dunkelheit und Chat. Hallo Mirko. Mirko, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe hier auch nichts mehr, was ich irgendwie anbumsen kann. Ich leihe Anna auch gern als Weihnachtswichtel Weihnachtswunder aus. Alles klar. Ja, okay, das klingt ein bisschen falsch, aber okay. Ja, jeder hat sein eigenes Beziehungsmodell. Das ist kein Problem. Hallo, kann man jetzt... Ey, das kann doch nicht wahr sein. Max war der Nikolaus. Ach so, verstehe. Ja, aber das ist ja noch cooler. Dann hast du ja quasi... durch ihn jetzt Pokémon, was ja sehr geil ist. Das ist ja richtig cool, da freue ich mich. Max, du bist nicht nur ein guter Boy, du bist sogar auch noch ein guter Nikolaus. Ja, es tut mir leid, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, ich kann jetzt natürlich hingehen und kann jetzt hier versuchen, den irgendwie einen auf den Dead zu geben. Das Problem ist... Okay, pass auf, ich versuche jetzt mal was. Ich bin jetzt mal ganz crazy drauf, ja? So, und wenn das jetzt aber nicht klappt, weil man muss auch super schnell umschalten, ja, dann weiß ich auch nicht. So, kannst du jetzt sterben? Ja, okay, also einen haben wir ja dann doch. Okay. Warte, das könnte klappen. Nein! Das ist doch nicht wahr. Und jetzt kommt schon wieder ein neuer von der anderen Seite. Also langsam wird's lächerlich. Also jetzt wird's auch lächerlich. Wir sind ja hier nicht bei Call of Duty. Also jetzt komm. Ey. Ach komm schon. Ja klar. Dann bring ich dich um. Ja, dann bring ich dich um. Die kriegen dich nicht übro, versprochen. Also jetzt ist aber... Also... Wie ich auf Arbeit im Kreislauf. Ja, so komme ich mir gerade vor. Nur nicht wie bei dir auf der Arbeit. Sondern eher hier so. So, hier jetzt. So. So, pass auf. Jetzt nehmen wir uns schnell den Pfeil hier raus. Jetzt zieh doch den Pfeil da raus. Bolzen ist an der Armbrust. Also, ich bin einfach verzweifelt, ne? So, komm. Da oben kommt doch dann gleich eh wieder einer. Ich weiß es doch.
Jetzt schieß ihn tot! Er stirbt einfach nicht. Es ist ihm scheißegal. Ja, dann weiß ich aber. Dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Hausbuch, das klingt nach Weird Roleplay. Ja, ja, ja. Vielleicht ein bisschen. Stimmt. Kann man jetzt, so komm, wir beenden das jetzt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Das muss jetzt ein Ende haben hier mit dem Typen. Stopp! Warte mal! Nee! Das ist aber auch hier dämlich gemacht mit dem Waffenwechsel. So, jetzt hier. Nee, jetzt habe ich keinen Pott mehr! Jetzt muss ich mir erst noch so einen Pott nehmen. Also, Leute. Ich mach 3 Kreuze, wenn ich das hier gleich durch habe. Hoffentlich gleich. So, kannst du den jetzt bitte erledigen? Nein, natürlich nicht. Also Max, ich glaube, du musst da noch irgendwie, du musst da noch ein bisschen was mehr drauflegen als nur an der Ausland für Weihnachtswunder. Sonst werden wir das hier heute nicht mehr schaffen. Und ich habe jetzt keinen Bock, hier die nächsten 2 Stunden noch rumzulaufen. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Wir müssen da irgendwas anderes machen. So. Okay, pass auf. Erstmal hol ich mir jetzt einen Pott. So. Jetzt haben wir 2 Bolzen. Das wird ja wohl reichen dann. So, hier. So, und jetzt schnell umschalten auf Feuer. Und auf Armbrust. Und jetzt hier. Einmal. 2-mal. Aber was hält der denn aus? Das ist doch frech. Die Glückskekse sind leider aufgegessen. Ja, ich habe nur Arschkekse hier. Also tatsächlich jetzt. Ich habe von einer meiner Mods... Nee, gar nicht. War gar nicht von der Lisa. Von einem meiner Stammzuschauerinnen. Die haben mir Arschkekse geschickt. Weil ich habe hier ein Rad, was man drehen kann. Wenn man einen bestimmten Betrag gespendet hat an Bits oder Donation ganz normal oder an Subgifts, dann wird hier ein Rad gedreht und da kann man auch den Arschkeks drehen und dann, ja, dann gibt es hier einen Arschkeks quasi. Ich bin total verzweifelt. Habe ich Bolzen? Ja, okay, ein Bolzen habe ich noch. So, dann habe ich, auch einen Pott. Okay, pass auf jetzt. Komm, das muss jetzt klappen. Ansonsten weiß ich auch nicht mehr, was wir machen sollen. Ich versuche jetzt von hinten an ihn ranzugehen. Und sonst weiß ich auch nicht. Es reicht. So. Haben wir es jetzt geschafft? Bitte! Ach, ja, stimmt. Ich habe keinen Nerv mehr. Vorsicht! Da kommt die schwere Truppe! Oh, die schwere Truppe? Oh, willst du mich verarschen? Bleib hier! Nee. Niemals! Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee, dann nehmt ihn mit. Nehmt ihn mit. Achso, ja, oder so. Okay, dann machen wir es so. Auch gut. Nee, das ist okay für mich. Das kann man so machen. Verdammt nochmal! Ey. Anna. Es ist vorbei. Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch das hier antun wollt. Überlegt es euch nochmal. Noch könnt ihr gehen. Beruhig dich. Wir befreien jetzt Anno, ja? Ja, bitte. Und dann bitte mach, dass wir das Kapitel dann endlich geschafft haben. Ich hab Hunger. Was kommt jetzt? Da kommt doch jetzt noch irgendwas. Was ist mit dem? Na gut, Leute, also Leute. Dann. Was war das denn? Komm mit. Tronny, Boys an die Macht! Vielen lieben Dank für die 10 Euro, mein Lieber. Vielen lieben Dank für die 10 Euro Donation. Ich weiß ja ganz genau, warum du das gemacht hast. Ich weiß es doch. Oh, das ist jetzt schlecht, Tronny.
Ich kann leider gerade keinen Strom machen, weil der Akku von dem Dingens leer ist. Du kannst dir entweder suchst du dir was aus. Ich kann gerne einen Shot nehmen oder eine Ekelbohne oder ich drehe nochmal. Wartet. Was möchtest du? Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. So, ich sag mal gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Verstehe. Max. Ich werde dann mal. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Komm. Danke, dass du mit rübergekommen bist beim Raid. Und ganz, ganz vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub, mein Lieber. Das ist sehr lieb von dir. Danke dir für den Support. Und danke fürs Ausleihen von Anna. Und ich wollte ihr doch noch. Danke, dass du den Nikolaus gemacht hast. Ich auch. Jetzt musst du in die Stadt fassen. Aber sie wusste. Ich glaube nicht. Sie wusste alles. Glaub mir. Ich nehme eine Ekelbohne. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Ich muss mal hier den ganzen Klumpatsch rausmachen. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder was das sein könnte. Ich hoffe, es ist nichts Ekliges.